ist. Und das bringt mich nun zu der Skepsis. Die Frage lautet nämlich, ob ein solches Instrument sich mit der Logik unserer parlamentarischen Parteiendemokratien verträgt. Unsere parlamentarischen Parteiendemokratien basieren ja auf dem Gegenüber von regierender Mehrheit und Opposition. Der regierenden Mehrheit gebührt in diesem System das Monopol der politischen Initiative, das Monopol der politischen Gestaltung, während die Opposition, wenn man so will, das traurige Schicksal erleidet, dass sie keine Mehrheit hat, dass sie insoweit ganz auf ihre Alternativ- oder ihre Kritikfunktion zurückgeworfen bleibt. Diese Kritikfunktion nimmt sie mit dem Ziel wahr, die Regierung nach der nächsten Wahl abzulösen. Das ist sozusagen diese Funktionslogik unseres Systems. Diese Funktionslogik würde aber berührt, um nicht zu sagen gestört, wenn man nun der Opposition die Möglichkeit gibt, über die Hintertür der plebiszitären Verfahren die Regierungspolitik zu konterkarieren, sie zu durchkreuzen. Also ich glaube, dass sich diese beiden Prinzipien beißen. Eigentlich passt die Volksgesetzgebung, wenn man sie als oppositionelles Instrument betrachtet, eher in ein System strenger Gewaltentrennung, wie wir es etwa in den USA vorfinden oder auch in der Schweiz. Die Schweiz ist von ihrer Grundstruktur her eben kein parlamentarisches Regierungssystem, basiert nicht auf dem Gegenüber von regierender Mehrheit und Opposition. Da werden die Oppositionsrechte tatsächlich vom Volk ausgeübt. Die Kehrseite dieses Systems ist eben dann die Konkordanz. Die Konkordanz in der Schweiz, die Allparteienregierung, ist eine Reaktion auch auf die frühe Einführung des fakultativen Referendums, weil eben die Konkordanz eine Vorkehrung dagegen bildet, dass durch die Integration aller Interessen das Referendum nicht ergriffen wird. Also hier entfaltet dann die direkte Demokratie ihre präventiven Wirkungen. Wenn man das jetzt mal sich weiterdenkt und überlegen, das ist ja das Ziel von mehr Demokratie, dass wir jetzt die bestehende Volksgesetzgebung tatsächlich anwendbar machen, durch Beseitigung von Ausschlussgegenständen, durch Absenkung der Hürden, dann kommen wir in der Bundesrepublik in eine Situation ähnlich wie in der Schweiz, wo sich die Regierung sagen muss, ich muss im Grunde vorher schon den Kompromiss suchen mit den anderen politischen Kräften, weil ansonsten handle ich mir eine Volksinitiative ein. Und dann wäre die Frage, ob nicht das bestehende, auf dem Gegenüber von Regierung und Opposition basierende System dann allmählich transformiert wird in Richtung eines Konkordanzsystems. Das wäre etwas ganz anderes. Man kann darüber streiten, ob man das will. Aber ich will einfach nur auf diese institutionellen Folgen aufmerksam machen. Die Skepsis wird vielleicht auch dadurch bestärkt, und wenn eine ganz leise Kritik an dem Tagungsprogramm erlaubt ist, ist es vielleicht dann, dass es auch wieder einen sehr starken nationalen Bias hat. Die Skepsis wird vielleicht dadurch bestärkt, dass es die Volksgesetzgebung auf der nationalen Ebene in keiner alten europäischen Demokratie gibt. Ja, es gibt sie in dieser Form noch nicht einmal in der Schweiz. Denn in der Schweiz gibt es zwar auch die Initiative, nur die Initiative beschränkt sich in der Schweiz auf Veränderungen der Verfassung, was die ungute Folge hat in der Schweiz, dass man dort eben auch Dinge in die Verfassung dann mit reinschreibt, die eigentlich in die Verfassung nicht hineingehören. Vor 10 Tagen haben die Schweizer eine Verfassungsinitiative angenommen, wonach der Anteil der Zweitwohnungen landesweit auf 20% begrenzt werden muss. Das schreibt man normalerweise nicht in eine Verfassung hinein. Das ist aber eine Konsequenz der Tatsache, dass die Schweizer keine einfachen Gesetze begehren können, sondern nur Verfassungsänderungen. Also die Volksgesetzgebung gibt es auf der nationalen Ebene nirgendwo. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Man muss allerdings diese Aussage etwas einschränken, denn nach 1989, 1990 im Zuge von Verfassungsgebungsprozessen in Mittelosteuropa wurde dort die Volksgesetzgebung in einigen Ländern auf der nationalen Ebene eingeführt. Aber Ungarn und Slowenien könnte man hier als Beispiele nennen. Dort entfalten diese Elemente tatsächlich mittlerweile auch stark
funktionale Wirkung. Also das müsste man genauer studieren. Meines Erachtens ist diese Einführung 1989 nicht aus einer wirklichen Kenntnis auch der systemischen Wirkungen dieser Elemente erfolgt, sondern wenn man so will, im demokratischen Übereifer nach der ja auch von unten, nach dem von unten herbeigezwungenen Systemwechsel. Zweiter Punkt. Die Skepsis gegenüber der Volksgesetzgebung lässt sich auch daran ablesen, dass die Volksgesetzgebung in ihrer tatsächlichen Anwendbarkeit durch den deutschen Verfassungsgeber stark eingeschränkt wird. Man entscheidet sich also auf der einen Seite für das potenziell weitreichendste Modell der direkten Demokratie, sorgt aber auf der anderen Seite durch Hürden, durch Ausschlussgegenstände, durch das ungeklärte Problem der Verbindlichkeit von Volksgesetzen und durch alle möglichen Restriktionen dafür, dass dieses Modell in der Praxis gar nicht anwendbar ist. In vielen Bundesländern spielt die direkte Demokratie im realen Verfassungsleben überhaupt keine Rolle. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Meines Erachtens kann man diese restriktive Ausgestaltung nicht erklären ohne die Problematik des Volksgesetzgebungsmodells selber. Das heißt, die restriktive Ausgestaltung ist durch das Volksgesetzgebungsmodell an sich präjudiziert. Das gilt übrigens auch dort, wo die Volksgesetzgebung gefordert wird. Hamburger Programm der SPD, da finden wir die Formulierung, in gesetzlich festzulegenden Grenzen soll die Volksgesetzgebung auch auf der Bundesebene eingeführt werden. Also man betont erst einmal die Grenzen, bevor man die Möglichkeiten betont. Das heißt, dem Verfassungsgesetzgeber schwant im Grunde schon, dass da irgendwo ein Problem ist. Also er scheint bei zu niedrigen Quoten oder bei zu vielen Gegenständen, über die abgestimmt werden kann, scheint er genau die Konflikte zu befürchten, die ich hier versuche zu thematisieren, nämlich das Durchbrechen der Funktionslogik unseres parlamentarischen Regierungssystems. Was folgt daraus für die Länderebene, und damit komme ich jetzt schon in die Zielgerade, was folgt daraus für die Länderebene und was folgt daraus für die Bundesebene? Auf der Länderebene wäre es natürlich naiv anzunehmen, man könnte die Volksgesetzgebung wieder abschaffen. Und das würden sich die Bürger nicht gefallen lassen, es würden auch allen Gesetzen der pfadabhängigen Entwicklung widersprechen. Und die Befürworter der direkten Demokratie haben ja ganz recht, wenn sie sagen, wenn es die Volksgesetzgebung gibt, muss man sie auch anwendbar machen. Deshalb glaube ich, dass die Volksgesetzgebung, so wie sie in den Ländern besteht, den Keim ihrer Ausdehnung bereits in sich trägt. Das heißt also, der Trend wird gehen in Richtung Absenkung der Quoren, in Richtung Ausdehnung der Gegenstände, über die abgestimmt werden darf. Und damit werden wir aber genau in diese Problematik hineinkommen, dass diese beiden Legitimationsstränge, parlamentarische Gesetzgebung und Volksgesetzgebung, miteinander kollidieren. Und es gibt in einigen Bundesländern, wo diese Erleichterung schon weitgehend ausgereizt ist, Hamburg könnte man hier als Beispiel nennen, schon Hinweise in dieser Richtung. Ich selber habe mal den Vorschlag gemacht, wenn man die Volksgesetzgebung in den Ländern nicht mehr zurückdrehen kann, wenn sie sogar weiter ausgedehnt wird, sollte man das parlamentarische System zur Disposition stellen. Wenn es eine größere Passgenauigkeit mit einem Gewaltentrennungssystem gibt, wie in den USA, und das zeigt auch die Empirie, die Initiative von unten ist in präsidentiellen Systemen häufiger verbreitet als in parlamentarischen Systemen, warum führt man dann in den Bundesländern nicht das präsidentielle System ein? Genau diese Reform haben wir auf der kommunalen Ebene in der Bundesrepublik gemacht. Dort wurden die quasi parlamentarischen durch quasi präsidentielle Regierungssysteme ersetzt. Das ist ein Argument, was in der Literatur nirgend auftaucht. Das Argument für die Einführung der Direktwahl der Ministerpräsidenten auf der Länderebene könnte auch lauten, dass sich ein solches Gewaltenteilungssystem besser verträgt mit den bestehenden Volksrechten. Das ist aber nur eine Randbemerkung. Auf der Länderebene werden wir mit dem bestehenden Zustand irgendwie klarkommen müssen. Auf der Bundesebene kann die Empfehlung aus meiner Sicht dagegen nur lauten, Hände weg von der Volksgesetzgebung. Die Volksgesetzgebung taugt nicht für die Bundesebene.
Denn dieses Problem zwischen Modell und Einschränkung in der Praxis wäre auf der Bundesebene noch sehr viel größer. Warum? Der Bereich der Gesetzgebung ist ja quantitativ und qualitativ auf der Bundesebene sehr viel größer. Das heißt, es müssten hier sogar mehr Einschränkungen gemacht werden und damit würde genau dieser Widerspruch ja wahrgenommen und es würden natürlich die Bestrebungen sozusagen der Befürworter der direkten Demokratie auf den Plan gerufen, genau daran etwas zu ändern, also die Restriktionen wieder zu beseitigen. Und, das hat Herr Gefler eben auch angedeutet, wir haben auf der Bundesebene natürlich das Problem der Integration der zweiten Kammer in ein Gesetzgebungsverfahren. Das entfällt ja auf der Länderebene, da gibt es keine zweiten Kammern mehr, nachdem Bayern seinen Senat abgeschafft hat. Bayern war das einzige Land, das sich diesen Luxus erlaubt hatte, aber der Bayerische Senat ist auch von seiner Position im Gesetzgebungsprozess mit dem Bundesrat bei weitem nicht vergleichbar gewesen. Aber beim Bundesrat, da wird ja vorgeschlagen, das Schweizer Modell des doppelten Mehrs, der doppelten Mehrheit, das halte ich für die Bundesrepublik nicht praktikabel, weil die Position des Bundesrates im deutschen Regierungssystem eine andere ist als die Position des Ständerates in der Schweiz. Der Bundesrat ist in der Bundesrepublik eben im Gesetzgebungsverfahren deshalb integriert, weil er die Länderinteressen gegen den unitarisierenden Zugriff des Bundes im Verwaltungsverfahren schützt. Ja, auch die Durchführung der Gesetze ist ja in der Bundesrepublik weitgehend unitarisiert, was der Verwaltungsautonomie der Länder widerspricht. Und diese Verwaltungsautonomie wird dann über den Bundesrat quasi geschützt. In der Schweiz ist das nicht nötig, weil die Kantone bei der Durchführung der Gesetze tatsächlich autonom sind, der Bund ihn also da nicht wirklich reinreden kann. Ganz anderes Modell. Das muss man sehen. Also ich halte diese Ländermehrlösung auch nicht für praktikabel. Das heißt, die Probleme wären auf der Bundesebene noch sehr viel größer. Letzter Hinweis dann, wenn das so ist, wo liegen dann die Alternativen? Was wären mögliche Elemente direkter Demokratie auf der Bundesebene? Ich denke, man sollte über das Referendum nachdenken. Warum sollte nicht die Regierung, das Parlament die Möglichkeit haben, eine bestimmte Frage dem Volk auch zur Entscheidung vorzulegen? Man sollte auch über das obligatorische Referendum nachdenken. Warum sollte nicht auch von unserer Verfassung bestimmt werden, dass über bestimmte Fragen automatisch ein Volksentscheid stattzufinden hat? Und was die Initiative angeht, würde ich vorschlagen, dass man dem Volk die Möglichkeit einräumt, das Parlament aufzufordern, sich mit einer bestimmten Angelegenheit zu beschäftigen. Aber die Letztentscheidung verbleibt natürlich beim Parlament. Also eine differenzierte Lösung. Nirgendwo steht geschrieben, und das ist ja auch in der Realität bereits der Fall, dass die Regierungssysteme auf der gliedstaatlichen Ebene genauso beschaffen sein müssen wie das Regierungssystem auf der nationalen Ebene. Wir haben ja heute auch bedeutende Unterschiede, zum Beispiel kennen die Regierungssysteme in den Bundesländern kein separates Staatsoberhaupt, was zum Beispiel dazu führt, dass die Parlamentsauflösung in den Bundesländern anders geregelt wird, haben wir jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen, da lösen sich die Parlamente selber auf, während auf der Bundesebene durch das Vorhandensein eines Staatsoberhaupts dieses auch in den Prozess der Parlamentsauflösung integriert wird. Also es gibt heute schon unterschiedliche Strukturen und warum sollte das nicht auch bei der direkten Demokratie der Fall sein? Ganz herzlichen Dank.